meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Destiny hier auf ZwergTube. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Wir sind eigentlich gerade dabei, den nächsten Strike anzugehen. Beim letzten Mal hat das schon super funktioniert. Da sind die beiden Kumpels. Die sind auch richtig gut, scheint mir. Denn die haben zumindest Fluggeräte, die ich so noch nicht gesehen habe. Was ich geil finde, weil richtig gutes Team, macht richtig gut Wumms. Und ja, da habe ich Bock drauf. Ich versuche hier gerade in Destiny ein bisschen Gear zu farmen, ein bisschen geileres Gear, als ich bisher habe. Und ja, wären mehr Leute dabei, dann würde ich natürlich auch mit dem Team, mit der Gang spielen, aber sind gerade wenige Leute online. Die Mondlegion hat die Planetkruste geschwächt. Meine Späher berichten von mehreren seismischen Aktivitäten auf der Oberfläche. Analysiere Funksprüche. Commander, ich glaube, dafür ist die Legion verantwortlich. Vielleicht führen sie Forschungen durch? Sogar ihre Wissenschaftler sind Rüpel. Oh oh, was ist mit dir los? Ah, verdammt. Heißer Ritt! Und zu ihrer Rechten ein Wechswasserfall. Milch. Ja, aus Wechsmilch. Was? Aus was für Milch? Rotlegung. Kommunikation? Okay, die Gang ist relativ schnell, die sind alle so mein Tempo, das ist eigentlich ziemlich geil, weil ich mag's ja, ja, ich bin gerade total gehypt einfach, aber das merkt ihr schon, ich liebe gerade Destiny in seiner vollen Pracht, bin ich ehrlich, macht mir gerade wieder richtig Laune, das Loot zu farmen und wow, 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 wow. Eine Barriere. Barrieren sind hier beliebt. Zavala, ich glaube, Sie wollen die Rotlegion einsperren. Sie haben größere Probleme. Und zwar dich, Hüter. Boden schießen, ja? So, mal ganz kurz switchen. Gehen wir mal wieder auf den Froststrahler. Frage, was hast du denn angestellt, dass diese fiese Spezies hier für Unruhe sorgt? Sei beruhigt, Faysafe. Der Hüter kümmert sich schon drum. Ja, und wer ist der Hüter? Ich bin der Hüter! Ach du Schande. Und natürlich werden die Bohrer von bewaffneten Truppen bewacht. Kleine Anmerkung. Mach sie zuerst platt, Cap.
Na komm, hoch mit dir. So. Und dafür müssen wir an diesen riesigen, spitzen Bohrdingern vorbei? Fabelhaft. Ich glaube, die holen ihren Bohrer zurück. Spannend, meine Lieben. Was? Hoffen wir mal, dass das Ding in die richtige Richtung startet. Sonst wird das ein kurzer Trip. Oh no, echt jetzt? Das war blöd. Aber danke, Georgie. Ja, die Jungs rushen hier voll Kanne durch. Die kennen da nix. Ein bisschen in der Wirbelsäule. Ich warte mal, bis sie weiter sind. Okay, weiter geht's. Schauen wir mal, wo der Einstieg ist. Komm schon, Einstieg. Ich sehe gerade nichts. Thank you.
den nicht. Mist. Wunderschön. Davon wird er sich nicht mehr erholen. Oh, herrlich. Jory. Jory heißt er. Cooler Typ. Gut gemacht. Failsafe, was hältst du von diesem Vorfall? Vex-Aufzeichnungen zeigen, dass die Kabale den Geist entdeckt und sich ihren Weg gegraben haben, um ihn einzunehmen. Hätten sie das geschafft, hätte es eine 60-prozentige Chance gegeben, dass dieser Planetoid in den darauffolgenden Kämpfen zerstört worden wäre. Zum Glück hat der Captain das verhindert. Der Captain! Okay, meine Lieben. Also das war schon mal ein ganz guter Run, finde ich. Wir sind jetzt völlig alleine. Wir wollen aber in den Orbit zurückkehren. Denn wir wollen heute noch ein bisschen was anderes machen. Ich würde mal ganz kurz gucken. Ja, okay, das war's mal wieder. Ja, da, das war, ich hab's gerade eben schon gemerkt, also da hat, die Gegner haben nachgezogen, das sollte eigentlich nicht passieren, ja, dass die quasi laufen und in der Bewegung sofort zurückteleportiert werden. Deswegen habe ich auch teilweise nicht, konnte ich nicht genau anzielen, was bei mir schon schwer genug ist. Ja, macht aber nichts. Es sind aktuell Wartungsarbeiten, das ist so eine Sache, ja, da kann man jetzt nichts machen. Das Problem ist, sie haben schon in den Wartungsarbeiten gesagt, es kann mal dazu kommen, dass man halt nicht, dass man halt mal rausfliegt. Anmeldungen sollen aber möglich sein. Das ist immer so eine Sache, wenn ich das sehe, spiele ich trotzdem, weil ich mir denke, naja, in der Zeit könnte es ja funktionieren. Ja? Destiny 2 Server werden kontaktiert. Das, wahrscheinlich haben die gerade alles runtergefahren und fahren es gerade neu hoch, denke ich mir zumindest. Vielleicht kommt jetzt das neue Update noch mit rein. Das wäre natürlich ganz grandios. Gucken wir mal. Schauen wir einfach mal. Wenn es jetzt geht, dann ist cool. Wenn nicht, dann nicht. Kann ich eigentlich in der Zwischenzeit irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Okay. Probieren wir es nochmal. Ja, ihr wisst selber, ein Serverneustart dauert meistens nicht ewig. Ja, das geht relativ flott. Jo. Schaut gut aus. Ja, schaut sehr gut aus. Guti. Dann können wir nämlich sogar gleich weiter rumpeln. Ja, da will ich nämlich auch weitermachen hier an der Stelle. Ja, meine Lieben, viele haben auch gefragt, was ist denn eigentlich, willst du Destiny 2 demnächst mal wieder streamen? Ja, tatsächlich gerne. Und zwar, wenn sich genug finden, die halt mitmachen wollen, die halt dann Bock auf eine kleine Multiplayer-Action haben, wäre das schon eine coole Sache. Wenn nicht, dann spiele ich halt so ein bisschen für mich halt weiter. Bei mir persönlich macht es halt einfach auch Saulaune. Ob ich es jetzt dann aufnehme oder nicht aufnehme, das liegt halt echt daran, wie es nun künftig gewollt ist von euch. Das, da bin ich ganz relativ entspannt eigentlich. Ich würde es halt gerne mit euch zusammenspielen, weil es halt auch ein cooles Multiplayer-Spiel ist, wo man halt auch sehr schön mit den Gruppen durchwechseln kann. Wäre mir persönlich immer ganz recht. Aber jetzt gucken wir mal, ob die Anmeldung erfolgt. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was ich jetzt mache. Ja, meine wäre natürlich blöd, wenn das jetzt gar nicht funktioniert, aber da steckst du halt nicht drin. Ja, ich würde vorschlagen, ich gucke jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier einen Cut und im besten Falle sehen wir uns gleich wieder und spielen dann nochmal ein kleines Match oder sowas, eine kleine Patrouille, irgendwas, was in meinem Milestones-Dings noch drin ist. Ich habe so viele Meilensteine gerade oder noch Herausforderungen zu erreichen. Da würde ich gerne noch ein bisschen gucken. Außerdem haben wir ja wirklich wahnsinnig viel gefunden. Aber wie gesagt, gleich nach dem Cut geht's weiter und dann gucken wir mal, wo die Reise uns hinführt. Ich versuch's hier jetzt ein bisschen und dann sehen wir schon, ne? Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Tschüss, bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Hat funktioniert. Puh. Ich konnte mich wieder jetzt zwischendurch gerade auf die Server drauf verbinden nach der Downtime. Und jetzt bin ich gerade mal so ein bisschen am gucken, wie ich das jetzt heute hier noch die letzten paar Minütchen deichsel. Ich habe einen kleinen Quest bekommen, und zwar, ich soll zu Failsafe mal vorbeischauen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was der eigentlich von mir will, der Gute. Aber das Gute ist, ich wollte ja schon die ganze Zeit hin. Also von daher
lohnt sich das doch für uns. Oh, Level 26, ich bin begeistert. Hallo, sind wir daheim? Sag mal Bescheid. Willkommen an Bord, Captain. Hello. Wunderbar, dich wiederzusehen. Oh, sag doch nicht. Captain, hallo. Hi. Heute denke ich über den Tod nach. Nein. Wie du weißt, konnte ich meine Crew bei der Bruchlandung auf Nessus nicht retten. Ist nicht leicht zu helfen, wenn man keinen Körper hat. Hm. Viele der Crew und Kolonisten starben sofort. Aber ich frage mich, ob jemand überlebte. Manchmal bilde ich mir ein, die Stimme meines Captains zu hören. Oh. Sehr unwahrscheinlich. Denn er sollte tot sein. Ja, also, willst du das mal für mich auschecken? Ja, warum nicht? Gut, wir sind nicht weitergekommen, aber wir können das gerne mal auschecken, warum nicht? Schauen wir doch mal. Ist doch eine geile Sache, wenn... Lass sie bluten, Kat. Was ist das hier? Questmission. Arme Failsafe. Schon so lange her, seit die Black hier abstürzte. Wäre überrascht, wenn wir hier viel finden. Was sollen wir jetzt machen? Nix, oder? Denke ich zumindest. Warte, das ist komisch. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Und? Da! Da ist noch eine Sprachnachricht im Computer dieses Anzugs. Mayday! Mayday! Ich wiederhole, die Exodus Black wurde von einer unbekannten Alien-Lebensform beschädigt. Hier sind über 600 Seelen an Bord. Die Systeme fallen aus! Es ist aus! Mayday! Mhm. Okay. Und du? Geht's weiter, hm? Jetzt immer noch die große Preis. Hier. Oben vielleicht? Schau mal, auf der anderen Seite sollten vielleicht auch nochmal zwei sein, dann klappt das auch. Oh, was haben wir hier gefunden? Nessus-Token, mag ich gerne. Und ein Datengitter nehmen wir auch noch mit. Hier entlang. Da oben jetzt, oder was? Okay. Na gut, dann rauf mit uns. Oh, was haben wir hier? Und jetzt? Wie ist denn der da hingekommen? Sag mal, ehrlich. Oh. Heute haben wir den Leutnant verloren. Übrig sind nur noch der Pilot, der Captain und ich. Der Captain glaubt, die Satellitenanlage der Black sei noch intakt. Ich glaube, er ist verrückt. Okay.
Muss ja irgendwo hier noch was sein. Dann nehme ich mich jetzt gar nicht erst dran an. Da wirst du mich sonst nie mehr fertig. Ich empfange ein anderes Signal. Oh. Oh. Apropos. Nicht zu früh. Mal sehen, ob wir diese Satellitenanlage finden können, von der er gesprochen hat. Ganz bestimmt. Das machen wir jetzt noch. Also diese kleinen Quest möchte ich gerne mitnehmen, wenn er so klein ist. Schauen mal. Also es ist... Bin gespannt. Na doch, da oben. Na gut, hätte ich das nicht gebraucht. Einen Mikrocomputer. Er versucht, eine Nachricht zu verschicken. Und? Der Transmitter funktioniert nur zu 13%. Vielleicht kann ich eine Remote-Reparatur durchführen. Bleib auf Standby. Auf Standby. Oh. Wir werden sehen. Vielleicht verbarrikadiere ich mich wieder. Nicht, dass ich hier rauskomme. Aber gleich. Signal am Ende angehört. Laut meiner Datenbank benutzen die Vex dieses Geräusch als Gruß und oder Kriegsschrei. Nun, es könnte sein, dass die Vex sich daran erinnern, was mit dem Captain passiert ist. Oder wo er hingegangen ist. Vor Jahrhunderten. Und jetzt? Und, ja, okay. Erinnerungen sammeln. Dann und sammeln wir mal. Ah.
ist die nächste Baustelle hier? Ja, jetzt geht die Folge natürlich deutlich länger als geplant, macht aber nichts. Ihr wisst ja Bescheid, ich mache das gerne mal. Mit dem Fahren ist immer noch so ein bisschen schwierig manchmal. Wo ist er denn? War aber immer noch nicht der, den ich gesucht habe. Da ist er irgendwo. Aggregiere unsere Killdaten. Das ist ja irre. Sieht so aus, als ob die Vex glauben, dass der Captain kommt, um uns zu treffen. Genau jetzt. Genau jetzt? Guck nach oben. Da oben ist was. Ach so, war nichts. Nur eine komisch aussehende Harpyie. Nein. Bitte folge der komisch aussehenden Harpyie. Du selbst hast gesagt, der Captain kommt, um dich zu treffen. Ja, aber es ist nicht der Captain. Kann sein, dass er eine Eskorte geschickt hat, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sich mit den Vex angefreundet hat. Captain Jacobson war außergewöhnlich nett zu allen robotischen Lebensformen. Ja, wie soll denn der jetzt hinkommen? Ja, da komme ich nicht hin. Autsch. Neuer Meilenstein verfügbar. Ja, wo ist dieses Ding? Da könnte man aber tatsächlich Glück haben. Warte. Komm ich nicht hoch. Oh, da vorne geht was ab. Na gut, dann fahren wir halt unten durch. Oh, mal kurz Pause machen. Also Rennen gewinne ich hier nicht, ne? Das kannst du wissen. So. Ich würde sagen, befolge die Gefallenen, ja. Nee, pass auf, wir machen mal hier Schluss. Meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was als nächstes passiert. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Schnitzel. Weil dann werden wir hier nämlich weitermachen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen, ich gehe nochmal schnell rein und vercheck nochmal ganz kurz alles, was wir eventuell bekommen hätten können sollen. Falscher Eingang, oder? Ja. Falscher Eingang. Kriegen wir schon. Eines Tages. Goodie. Ja, ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Und ich wünsche euch nur das Allerbeste und noch vieles mehr. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss.